Willkommen zurück hier bei Let's Play Shadow of the Tomb Raider. The Forge heißt es, glaube ich. Es ist auf jeden Fall irgend so ein komisches Grab. Und, ja, ich habe gerade nicht so wirklich eine Ahnung, wie das hier alles funktionieren soll, weil das alles irgendwie nicht so funktioniert, wie ich es mir gedacht habe, ehrlich gesagt. Und jetzt gerade verstehe ich nicht so wirklich, hier sollte ja jetzt das Gas rauskommen. Es kommt auch raus, wenn man nicht unbedingt gerade abstürzt. Ja, ungefähr so. Also so war es jetzt nicht geplant, dass sie auf die andere Plattform zurückgeschleudert wird. Würde ich mal behaupten, dass es nicht der Plan war. Ja, soll's mal jemand verstehen? Weiß ich nicht. Es ist gerade echt nervig irgendwie ein bisschen. Immerhin ist jetzt so ein Ding dazwischen. Ich glaube, das hält uns zwischendurch mal fest. Das Gegengewicht kann das Blatt draußen anheben. Ja, ungefähr so, genau. Und jetzt? Jetzt renne ich hier schon mal rum und gucke, wo das... Hier sollte es ja sein. Aber wahrscheinlich wird jetzt wieder diese Plattform sich absenken. Genau. Möchte das Gas jetzt eventuell mal da rauskommen? Na super. Wahrscheinlich genau jetzt, wo wir wieder weg sind oder so. Oder muss ich das erst aktivieren? Ich muss es erst aktivieren, ne? Super. Och, Lara... So. Na gut, dann aktivieren wir den Spaß mal. Jetzt darf ich hier den ganzen Kram nochmal machen. Also ganz ehrlich, das macht irgendwie... Das wirkt alles nicht so ganz durchdacht. Wenn ich ehrlich bin. Und ehrlich gesagt stört es mich ein kleines bisschen. Aber na gut, wir machen das einfach mal und ja, danach kann ich mich immer noch dafür hassen, dafür 5 Euro bezahlt zu haben. Also ja, demnächst sollen ja auch neue Inhalte kommen. Ich meine sogar irgendwann, wenn ich das jetzt aufnehme, diese Woche oder so. Ich weiß es nicht. Ich bezweifle, dass ich die aufnehmen werde. Vielleicht mache ich es doch, ich weiß es noch nicht. Ja, das wird spontan entschieden. Puh. So. Okay, wir sind jetzt einmal oben. Okay, wir sind jetzt noch ein weiteres Mal oben. Wo muss ich denn jetzt hin? Hier hin, okay. Oh shit. Und was nun? Okay. Aber das werde ich erst aktivieren müssen, ne? Sind wir hier denn fest oben? Nein, sind wir nicht. Was ist das? Es muss eine Möglichkeit geben, diesen Weg zu... Oh shit. Spring, Lara. Wir müssen da irgendwie erstmal wieder hochkommen. Aha. Ich weiß es nicht. Was ist das? Oh shit. Ja, genau so war es eigentlich geplant. Nicht. Es ist gerade irgendwie so ein bisschen überfordernd. Das ist zu einfach. Da stimmt was nicht. Sag ich ja. Also ich verstehe halt wirklich kein bisschen. Sollen wir darüber da hoch? Es sah irgendwie so aus, als wäre das ein Weg. Okay. Was ist das? Also jetzt ernsthaft. Es war vielleicht von der anderen Seite mal ein Weg, aber von dieser Seite ist es keiner, sage ich mal so.
Vielleicht irgendwie von der nächsten Etage hier, aber ich glaube, da kommen wir doch, haben wir darauf überhaupt Zugriff? Wenn wir oben sind? Ich weiß es nicht. Ich mache jetzt erstmal das auf. Hi. Also ohne Witz, ich verstehe davon irgendwie gerade gar nichts. Bis auf, dass hier die ganze Zeit irgendwelche Dinger abgehen. Und irgendwie glaube ich, dass wir nicht auf ewig hier die ganze Zeit Pfeile herstellen können. Wieso fällt hier denn plötzlich alles zusammen? Das müssten wir irgendwie aktivieren, aber dazu müssten wir erst irgendwie da hochkommen. Hier führt ein Weg lang, hier hinter. Okay, Lara, renn! Okay, das könnte der Weg sein. Ja. Klingt doch mal nach was. Ja. Okay, das sieht nach dem richtigen Weg aus. Bevor wir das hier öffnen... Nein, nein, nein. Erstmal hier alles an Dings holen, an Punkten. Was bringt das? Okay, das könnte für mich ein Ticket darüber sein. Das schauen wir uns mal an. Wofür geht's hier hin? Nirgendwo, okay. Interessant. Das Gas ist an. Nimm mich mit. So, okay. Wir sind jetzt schon mal auf der anderen Seite. Das ist doch schon mal, ja, was wert. Hoffentlich. Ich weiß es nicht. Muss ich hier auch wieder irgendwas? Ja, okay. Genau das dachte ich mir schon, dass ich hier wieder was reindrücken muss. Das Gas ist auf jeden Fall aktiviert. Okay. Oh oh. Oh oh. Okay, aber es sind jetzt ja schon mal alle so weit hochgeklappt. Weiter ging's da ja jetzt nicht. Das heißt, wir können hier erstmal wieder alle hochdingsen. Komm mal her. Du auch. Ist das auch unten? Sieht so aus. Ist auf der anderen Seite vielleicht auch noch eine, die rumzicken will? Sieht nicht so aus. Hä? Lol, als ob die schon wieder instant runterfällt. Okay. 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 So. Ja, die fallen hier schon wieder alle runter. Super. Jetzt kommt die wieder nach oben. Soll das mal jemand verstehen? Jetzt kommt die auch passend dazu nach oben. Als ob die genau jetzt abgestürzt ist. Logik, was? Oh Mann. Aber hier oben waren wir immerhin noch nicht. Das ist ja auch schon mal sowas wie ein Fortschritt. Oder so.
eine Drehung müsste die Plattform nach oben bringen. Nice, okay. Dann hoffen wir mal, dass das so ist. Ist das jetzt die Drehung, die du wolltest? Oh oh. Spring! Okay. Das hat funktioniert. Oh shit. Ja, hat ja super geklappt. Hätten wir echt direkt darüber gemusst oder wäre das wiedergekommen? Ich weiß es nicht. Sind wir jetzt ganz oben? Ja, nicht so, ne? Ja, wir müssen jetzt noch einmal. Soll das mal jemand verstehen? Ich sag's euch. So. Ja, so weit waren wir eben auch schon. Jetzt muss ich hier erstmal den Ausgang finden. Oh shit. Okay. Gut. Meine Güte. Ich hätte diese ganzen goldenen Vasen jetzt eingesteckt und verkauft, aber okay, Lara macht das natürlich nicht. Schmiede des Schicksals. Ja, super. Das haben wir jetzt geschafft. Ich gehe hier mal parallel auf dem Laptop in. Ja, hier beim ganzen Rest steht demnächst. Ich weiß nicht, haben wir die schon gemacht? Blick des Richters. Das kommt mir total bekannt vor. Startet sich Steam vielleicht mal? Na super, ich müsste mich jetzt erst einloggen. Ja, wir schauen uns die Gräber einfach mal an und dann sehe ich ja, ob ich die schon gemacht habe. Oder nicht. Ansonsten gehen wir halt eben nochmal ins Hauptspiel rein. Das wäre ja auch nochmal interessant. Ich nehme jetzt einfach wieder die Waffen. Keine Ahnung, ob das was bringt. Hier gibt es auch wieder diese Punkte. Also gehe ich mal davon aus, dass ich die jetzt noch nicht gemacht habe. Okay. Wie konnte man nochmal tauchen mit dieser Taste? Okay. Okay, hier geht's weiter. Ich dachte schon, ich muss wieder irgendwo durchtauchen. Nee, da scheinen echt nochmal andere Sachen zu sein, oder? Also falls doch, brechen wir natürlich ab, aber es sieht so aus, als wären es nochmal andere Sachen. Obwohl mir das trotzdem voll krass bekannt vorkommt. Ich muss irgendwie die Statue. Ja, sag bloß, aber du willst da ja nicht gegenspringen. Oh. Das könnte uns eventuell weiterbringen. Ist das hier? Nein, aber hier. Okay. Dieser Eingang kommt mir total bekannt vor. Wenn das jetzt echt das Grab ist, von dem ich denke, dass es das ist, dann gehen wir raus. Also das kommt mir sehr bekannt vor. Und ich glaube, also ich bin mir echt zu, weiß ich nicht, 50% sicher, dass es das ist. Und hier musste man jetzt an der Seite hochklettern, richtig? Oder auch nicht? Doch, hier. Sind das einfach nur... Ja, es ist definitiv das Grab. Also das machen wir jetzt natürlich nicht nochmal. Zurück zur Lobby. Das ist ja langweilig. Gut.
Ja, ich bin halt hier unter Extragräber gegangen, logischerweise, und hab halt hier, ne, das hier gewählt. Und ja, aber was beinhaltet dieses Pack jetzt noch? Moment, ich schau mal kurz im Internet nach. Wer hätte das gedacht? Denn das muss ja, da muss es ja noch irgendwas geben. Shadow of the Tomb Raider. Boah, der will hier jetzt auch noch ein Geburtsdatum haben. WTF. So, ich wähle da jetzt einfach irgendein Jahr aus. Jetzt bin ich 1972 geboren, auf jeden Fall. So wird es sein. Und jetzt gibt es hier die DLCs. Zusätzliche Inhalte. Ja gut, das fehlt hier einfach. Super. Free Trial, cool. Nee, es steht hier einfach nicht bei. Dafür gibt es sogar eine Demo, lol. Kann ich das vielleicht irgendwie so suchen? Hier ist es, The Forge. So, was steht denn jetzt hier? Moment, ich muss mir meinen Laptop mal eben kurz so ein Stück näher ranholen. Ich hoffe, ihr hört mich noch gut. Ja, hier steht, stell dich der mit Lava überfluteten Schmiede der gefallenen Götter und enthülle die Geheimnisse von Kovac Yaku. Meistere dieses neue Herausforderungsgrab solo oder im Coop. Bla 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 bla, Brocken Outfit, bla 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 bla. In der Craft Edition und im Season Pass enthalten jedoch auch separat erhältliche Super. Also das war's eigentlich schon. Dafür habe ich 5 Euro ausgegeben. Okay. GG. Wie lange haben wir dafür jetzt gebraucht? Eine halbe Stunde? Ich glaube, das ist realistisch. Ja, ich weiß nicht. Ganz ehrlich, das war es mir jetzt nicht wert. Gut, wir schauen mal, was uns doch im Hauptspiel erwartet. Da gibt es ja echt große Regionen, die wir uns noch angucken können. Vielleicht finden wir noch irgendwelche Geheimnisse. Das hatte ich ja damals auch gemacht. Vielleicht gibt es jetzt auch wieder irgendwie voll die coole Cutscene oder so. Ich weiß es nicht. Ich glaube, die gab es sogar schon. Kann das sein? Okay, hier gibt es eine neue Mission. Ist er die neue Mission? Lara, schön, dich wiederzusehen. Gleichfalls, Uchu. Wie laufen die Vorbereitungen für Ätzlis Krönung? Nicht gut, leider. Du warst kaum aus Paititi weg, da brachten Jäger Shans Leiche aus der Wildnis mit. San, war er auch einer von denen, die du losgeschickt hast? Um den Meisterbogen zu holen, ja. Lara, ich frage ungern, aber... Aber du willst wissen, ob ich den Meisterbogen hole. Es ist viel verlangt. Das ist der am schwierigsten zu beschaffende Gegenstand. Shan war einer unserer Besten. Darf ich fragen, was den Bogen so besonders macht? Königin Unuratus Ahnen schnitzten ihn aus dem ersten Saberbaum, der in der Wildnis außerhalb der Stadt wuchs. Er wurde über Generationen vererbt. Sie hat ihn Sairi, Ätzlis Vater, am Hochzeitstag geschenkt. Er verbindet die beiden Familien, aber er ging vor vielen Jahren verloren. Der Nawal hat ihn. Der Nawal? Das ist jemand, der die Macht hat, sich in ein Tier zu verwandeln, richtig? Ja, der hier durchstreift den Dschungel vor der Stadt. Er war neidisch und hat Sairi um den Bogen betrogen. Ätzli ist der rechtmäßige Erbe des Meisterbogens. Ohne ihn kann er nicht König sein. Okay, wo muss ich hin? Danke, du findest den Eingang direkt gegenüber, über dem Flussufer. Ich werde alles tun, um den Bogen zu holen. Okay. Interessant. Ich weiß nicht mehr, wie ich hier rauskomme, ehrlich gesagt. Ich glaube, da ging's lang. Ja, wir werden uns auf jeden Fall umschauen. Ich muss noch mal kurz gucken. Kann ich mich hier eventuell irgendwie umziehen? Gibt's hier irgendein Lagerfeuer, wo ich mich hinsetzen kann? Da unten. Perfekt. So. Ist das hier möglich? Inventar vielleicht? Ich weiß es nicht mehr. Okay, da oben ist der Part Kleidung. Ist das hier möglich? Nö, ich kann nur das oder das wählen. Super. Wir können noch Waffen verbessern. Ein Wunder. Ich habe die aber ausgerüstet, deshalb macht das nicht wirklich Sinn. Wir haben noch Punkte bekommen. Fähigkeitspunkte.
Ein. Wow. Ich glaube, das lassen wir erstmal. Deshalb würde ich sagen, wir setzen an der Stelle mal einen Cut. Über eine Bewertung und einen Kommentar freue ich mich wie immer sehr. Wir werden jetzt in den nächsten Folgen nochmal so ein bisschen hier durchs Dorf gehen. Für die Leute, die es nicht interessiert, die können das natürlich skippen. Aber ich bin ja halt eben, wie schon gesagt, im Moment in der Vorproduktion für ja, Weihnachten, Silvester, whatever. Und ich möchte halt, dass trotzdem weiter täglich Content auf dem Kanal kommt. Deshalb kommt erstmal der Spaß hier und dann fangen wir auch wieder mit richtigen Projekten an. Also ja, ich bin trotzdem sehr gespannt, was sich hier noch so alles für Rätsel entdecken lassen. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin.